VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV und Hertha BSC Berlin trifft auf Mainz 05. Das ist schon klar. Alles andere, wie sich das hier entwickelt, wird diese Partie jetzt entscheiden zwischen Borussia Dortmund und Hannover 96. Und das ist das Spannende und das ist das Dynamische an diesem Modus. In der letzten Partie der Vorrunde entscheidet sich alles. Es entscheiden sich die Paarungen auf dem Weg ins Finale für alle Mannschaften. Der BVB kann im Idealfall noch auf Platz 3 springen. Und macht hier, wollte ich gerade sagen, guten Anfang, weil sie mit ordentlich Dampf auf die Platte kommen. Das ist Lloyd Kuffour. Mit ganz viel Dynamik. Ball quergelegt. Da kommt Dortmunds auffälligster Spieler. Mit der Fußspitze an dem Ball. Das war Ware Pakia. Spieler mit der Nummer 11. Jetzt Ballbesitz für Hannover 96. Lloyd Kuffour. Ball geblockt durch Hannovers Emaka Odua. Das ist Rinti Temi. Temi, gut gestoppt da. Drehung und Schussversuch von Ware Pakia. Pakia, ja, mit 6 Treffern der dabei. Der Versuch nochmal und der Anschlag auf die Ersatzbank von Hannover 96. Pakia mit 6 Saisontoren in der Westfalenliga. Erfolgreichster Torschütze für den BVB. Dortmunder ja Tabellenzweiter. 19 Punkte aus 10 Spielen haben sie geholt. Eigentlich alles gut, wenn da nicht das letzte Spiel des Jahres 2017 gewesen wäre. Denn da gab es das Derby gegen Königsblau. Und das wurde kurz vor Weihnachten mit 1:4 verloren. Klasse Drehung jetzt. Das Kabinettstückchen Pakia. Aber Aaron Tietje hat aufgepasst. Alke Schäfer jetzt hier der Schiedsrichter der Partie. Ball zurückgelegt, Ball geblockt. Der BVB, der stark in das Turnier kam. 3:1 gegen Nürnberg, 2:1 gegen Arminia Bielefeld. Und dann ein 1:3 gegen den VfL Wolfsburg. Also 6 Punkte haben sie jetzt. Auf 9 könnten sie stellen mit einer entsprechenden Tordifferenz. Die Gladbacher noch einfangen und sich bis auf Tabellenplatz 3 verschieben. Das würde bedeuten, sie spielen gegen die drittletzte Mannschaft im Tableau. Hannover 96 mit 3 Punkten. Und den Trainer vom BVB, auch er intensiv dabei. Klasse quergelegt und jetzt das Tor durch Tim Böhner. Nationalspieler auf Abruf. Also auf der Nachrückliste für La Manga gewesen. Klasse quergelegt hier von Hetemi. Hetemi ist Nationalspieler, war mit dabei in Spanien. Die Nummer 9 beim BVB. Hier wieder am Ball. Genauso wie Albin Taki. Die Nummer 2 beim BVB. Auch Pakia Nationalspieler. Der Angreifer. Also der BVB richtig prominent besetzt. So, da haben wir ein bisschen Pause. Spieler der Mühlenkreisauswahl da am Durchpusten. Auch sie warten natürlich gespannt, auf welchen Gegner sie denn treffen. Nächster Schussversuch und vollendet. Ömer Öztin trifft für Borussia Dortmund. Hier die Drehung, klasse Ball, sofort abgeschlossen. Und diese Handlungsschnelligkeit, ich habe das vorhin, wenn Sie das Spiel der Mühlis gesehen haben, kurz erwähnt. Das ist einer der größten Unterschiede, dieses Erkennen von Möglichkeiten im Abschluss. Hier ist die Drehung und sofort auch halb im Fallen. Schließt da ab, hier nochmal toll zu sehen.
Und das ist so ein Unterschied zwischen Mühlis und den Profiteams. Aber jetzt der nächste Versuch von Hitemi. Aber da bekommt Aaron Titier die Pranke noch dran. Spielt Temi mit der Hacke, schade. Gut reingelegt für Özden. Also der BVB-Block hier auf der Platte macht schon Spaß. Mit Özden, mit Temi, mit Pakia. BVB hat das Turnier ja noch nie gewonnen. Stand 2007 einmal im Endspiel. Genauso wie Hannover 96 2012. Die Niedersachsen im Finale allerdings nicht erfolgreich gewesen. So, jetzt das Laufduell, aber da gibt es Freistoß für Hannover. Weil er, glaube ich, am Trikot gehalten wurde. Da haben wir die BVB-Fans, die natürlich anfeuern und sich freuen hier über das Zwischenergebnis. Und jetzt fast das 3:0 gesehen haben. Die 96er Jahr in der Niedersachsenliga aktiv, parallel zu sehen mit der Westfalenliga. Dort Tabellensiebter. 15 Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze auf Eintracht Braunschweig. Abschlussversuch nochmal hier. Also wir starten dann auch gleich mit dem ersten gegen den letzten, also mit Stuttgart gegen den HSV. Freuen wir uns sehr drauf. Kiada in der Ecke gegen Torben Glombitzer, Kapitän der 96er. Da kommt die Temi dazu. Jetzt haben wir Bäumchen wechseldicht da in der Ecke. Wieder gute Körper dazwischen gestellt und souverän verteidigt. Das ist Taki, der nächste Nationalspieler des BVB. Auch hier Lübeck aktiv. Mit der Bande gespielt, Abpraller selber genommen. Gute Idee. Und jetzt geht es mit Tempo blitzschnell zurück. Aber da hat der Keeper Leon Klusmann aufgepasst. Ja, aber Klusmann. BVB, eines der wenigen Teams ohne Blockwechsel. Den Versuch haben wir noch mitgenommen. Ohne Blockwechsel, sie wechseln einzeln mit festen Wechselpartnern. Und die Spieler da einzeln von der Platte. Das ist im Amateurbereich gern gesehenes Mittel, weil da einfach die Unterschiede zu groß sind. Und das 3:0 für den BVB. Kelvin Minevic trifft. Weil man es dann nicht schafft, gleich starke Blöcke zu bilden und auch der Fitnesszustand einfach ein bisschen unterschiedlich ist. Und deswegen Blockwechsel da, ja. Klasse rausgelegt, der Ball von Turay auf Minevic. Aber jetzt kommt Hannover mit dem Treffer, immerhin. Tadeusz Momoulou
trifft zum 1:3. 2 Minuten vor Ende. Aber wir sehen viel Gelb hier in der Halle. Einige Dortmund-Fans haben sich, macht schön vollendet hier, aus kurzer Distanz, ganz platziert abgeschlossen. Also der BVB, wenn ich mich richtig erinnere, das einzige Team ohne Blockwechsel hier im Wettbewerb. Sind gespannt, wie diese Taktik im weiteren Verlauf aufgeht. Versuch hier von Lamine Touray, Ball zu kontrollieren. Ball ist jetzt bei Torben Lombitzer-Manhofer, Aaron Tietje. Eins gegen gewonnen von Thaddäus Mumulu, Torschütze von eben. Freistoß jetzt für den BVB, weil Mumulu beide Hände auf der Bande hatte. Der BVB mit diesem Zwischenergebnis übrigens auf Rang 3. Heißt, Dortmund würde spielen gegen Eintracht Frankfurt, Gladbach gegen Hannover 96, Leipzig gegen Arminia Bielefeld, die Mühlis gegen Schalke 04. Interessante Paarung. Werder Bremen gegen Köln und Wolfsburg gegen den 1. FC Nürnberg. Das nach jetzigem Stand unsere Achtelfinalpartien. Also die Mühlis scheinen auf den FC Schalke 04 zu treffen. Schließen dann diese Vorrunde als Tabellensechster von 16 ab. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und Schalke sicherlich die Wundertüte. 7:1 und dann kam nicht mehr viel. Wir sind gespannt. Das wär's, das Viertelfinale, wäre die Krönung auf einen grandiosen Auftritt. Nochmal Freistoß für den BVB, hier sehen wir es, Tietje, jawohl, Grätschen verboten, egal ob er Ball spielt oder nicht. Schäfer jetzt nochmal im Gespräch mit Nationalspieler Taki. Klasse, den Ball nochmal rausgelegt, kurze Ecke. Und das war's. Der BVB schließt die Vorrunde mit einem Sieg ab. 3:1. Wir melden uns gleich mit der Partie VfB Stuttgart gegen den Hamburger Sportverein.